Ja, Leute, ich habe insgesamt nur einen einzigen Arena-Kampf gewonnen, doch jetzt wird mir eine große Ehre zuteil. Ich soll also den Champ Cynthia schlagen. Doch zuerst mal wäre es toll zu wissen, wo der Touchpen ist. Das ist, ach so, der ist eingerastet. Gut, ich werde ihn auch nicht brauchen. Aber nur so zur Info, weil ich möchte das als vollständiges. So, er scheint mich geheilt zu haben. Das ist sehr gnädig von ihm. So. Ich setze mal Diablo nach vorne, weil ich ganz genau weiß, was er als erstes einsetzen wird. Wie sieht es eigentlich hier mit Peter aus? Ja, weg mit. Unser Team ist durchaus in der Lage, das zu schaffen. Ich weiß das. So, dann fällt eventuell schon in Part 87 die Entscheidung. Hat er abgespeichert? Ich würde nämlich gerne nochmal abspeichern. Safety first. So, wir haben aber trotzdem 200 Pokémon gesehen. Knapp 200 und da kommen noch ein paar dazu. Also waren wir dann doch nicht solche, so also die Bad Players, the Bad Players ever. Oder the Worst Players ever. So, diesmal ein schwarzer Raum. Es war in Pokémon Diamant noch ein weißer Raum. Wie geht es voran? Danke für alles im Kraterberg und für alles in der Zerrwelt. Ich bin dir äußerst dankbar. Na toll. Du hast mit deinen Pokémon alle Hindernisse überwunden. Ja, dann möchte ich wenigstens zum Champ werden, meine Güte. Dann bringen wir es hinter uns. Oder du kannst mich sofort zum Aufzug lassen. Auch die härtesten waren für euch kein Problem. Sollte es nicht in groß geschrieben sein, weil es sind ja die härtesten. Das bedeutet, dass du auch über deine eigene Schwäche triumphiert hast. Die Fähigkeit, die du erlernt hast. Oder die Fähigkeit, die du erlernt hast. Ich spüre förmlich deine Ausstrahlung. Doch genug geredet, lass uns kämpfen. Deshalb bist du doch hier, oder? Als Champ der Pokémon-Liga nehme ich hiermit deine Herausforderung an. Der finale Kampf im Three-Getter von Pokémon Platin. Ja. Meine Kollegen kommen dann später rüber. Sollte es eine Party geben. Kann ja gut sein, dass ich jetzt leider noch weitergeben muss, was ich echt nicht hoffe. So, Level 58 Krüppuck. Und wir kommen als erstes dran, sehr gut. Okay, das ist schon mal nicht sehr effektiv. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre es. Vielleicht sind die Verteidigung. Ja, vielleicht wäre es da auch besser, mit Flammenwurf zu agieren. Okay, jetzt halte ich es aber lieber bei Krübuk als später dann bei Knackrack. Denn ich setze Knackrack ein, ja. Ihr habt richtig gehört. Ja, soll es lieber hier verbrauchen. Vielleicht setze ich mal Flammenwurf ein, weil das bringt ja auch wenigstens was. Ist ja nur ein Geist-Unlicht-Pokémon anscheinend. So, jetzt einfach mal Flammenwurf, da gibt es auch wieder Step drauf. Kommt halt auf den Spezialangriff an. Und der reicht nicht. So, das Ding hat anscheinend Erzwinger. Oder ich weiß gar nicht, ob Luca irgendwie was aufgestockt hat. Auf jeden Fall das erste Pokémon von ihr ist gefallen. Ich muss hier erstmal den Bändel weiter weglegen. So, übrigens cooler Hintergrund, Milotic. Die er hat ein bisschen eine andere Strategie, merke ich. Das merke ich erst jetzt. Und das sage ich nicht zu jedem, meine Freunde. So, das sind wir gleich auf. Jetzt ist nur die Frage, was setzen wir ein? Am besten Drachenklaue, wir sind auf jeden Fall schneller. Ja, du würdest dich wundern, dass wir dasselbe Pokémon einsetzen, was sie einsetzt. So, es gibt Step drauf. Das heißt, so viel wie fast. Ist es vom Typ Eis? Müsste eigentlich, aber ich glaube, wir überleben es. Ich bin da guter Zuversicht. Mist. Naja, egal. Tut nicht so, als hätten wir keinen Beleber. So, dann Psyblade. Wäre echt fies, wenn sie jetzt schon wieder mit ihrem zweiten Top Genesung kommt. Nein, kommt sie nicht. Das müsste eigentlich reichen durch Step. Sehr gut. Ein Drittel geschafft. Togekiss können wir ja mal gerne versuchen. Ja, Level 60. Jetzt kommt schon das. Ich meine, Nahkampf müsste eigentlich funktionieren. Oder?
Ah, nicht ganz, aber da gibt's auch wieder Step drauf. Hm, ja, nochmal einsetzen und das war's mit dem Ding. Dämlicher Luftschnitt. Komm, überleb. Schade. Agiere ich wirklich so, wie wir das abgemacht haben? Ich weiß es nicht. So, Bedrohung ist schon mal ganz cool. Setz mal noch ein paar Naschschweif ein. Müsste eigentlich reichen. Wegen Step und so weiter. Und der sehr starke Angriff. Angriffswert, ja, es hat gereicht. So. Nummer 3 besiegt. Man kann ja auch gegen sie in Pokémon Schwarz und Weiß kämpfen. Da ist sie, glaube ich, der stärkste Trainer im gesamten Spiel. Ja, Pokémon wechseln. Soll ich wirklich den Hund rausholen? Weil das Ding ist, es ist ein Kampf-Pokémon, ja, und ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Das kann uns Probleme bereiten. Okay, dieses Mal hebt sie sich, glaube ich, wirklich ihre Trumpfkarte bis zum Ende auf. Ja, hätte mir bewusst sein müssen. Ja, dann rettet uns Ray wieder, weil die anderen beiden können nicht so viel. Da sind wir relativ verloren. Der kann uns wiederum nichts. Eher wir ihm. Okay, das ist jetzt unerwartet, aber es gibt keinen Step drauf. Also daher. Vielleicht reicht das ja schon. Das reicht nicht ganz. Soll sie halt jetzt wieder mit ihrem blöden. Lieber jetzt mit dem blöden Top-Genesung kommen. Das ist mir lieber als später bei Knackrack. Denn Knackrack ist von einem anderen Stern, behaupte ich mal. Ein Volltreffer? Ja, so nehme ich es gerne an. Ich hoffe, es war nicht so unspektakulär. Okay, jetzt kommt das auch mit Knackack. Wie wir das jetzt so gemacht haben mit dem Training. Ja, Ray wird das höchstwahrscheinlich schaffen. Und Drachenstoß überleben wir knapp. Und jetzt kommen wir mit Eisstrahl. Können uns heilen. Das gibt Luft nach oben, aber es gibt halt keinen Step. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Oh, oh, oh. Ja, schön für S. Schön für S. Läuft bei dir. So, ich kann glaube ich schon mal die Jungs rüberholen. Hoffe ich doch zumindest, dass das so stimmt. So, das ist jetzt glaube ich erledigt, das Thema Knackrack. Ich hoffe es doch, es sah sehr gut aus. Ah nee, es überlebt knapp. So, kommen die uns jetzt nochmal hier mit dem tollen Trank. Könnte wahrscheinlich ihre letzte Trumpfkarte sein. Ja, übrigens, Top 4 Mitglieder und Champ Mitglieder zählen übrigens auch zu den Arenenladern, das heißt, es wird mir dann gut geschrieben. Auf mein Konto. Also, wir haben da schon nicht so eine Art Rangliste, die werde ich dann auch in den nächsten Tagen durchrechnen und hochladen. Also, ihr bekommt es natürlich schon morgen oder vielleicht heute schon, wenn der Part hier online ist. So, das müsste eigentlich reichen. Sein Gigastoß ist jetzt so mächtig. Ja. So, das Schlimmste wäre überwunden.
ist noch von der Tür. Und ich muss noch einfach nur besiegen und dann gebe ich euch per Daumen hoch das Zeichen. Das gibt einen Cut. Roserade. Also anscheinend Gastrodon rausgenommen aus ihrem Team, aus ihrem Kader. Okay, das packen wir. Kann mich nicht dann jemals so in die Ecke gedrängt worden zu sein. So, wir stehen vor der Tür. Luca möchte schon rein. So, mal schauen, vielleicht klappt es jetzt. Nein, es klappt noch nicht. Nein! Volltreffer, 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 Volltreffer! Ja, das nur so als kurze Ablenkung, es ist noch nicht vorbei. Ich habe zu viel Spaß, um vorzeitig aufzugeben. Nicht dein Ernst jetzt. Ja, Garados, meine gute Garados macht die ganze Arbeit. Cool. Ja, die können es kaum erwarten, dass dieses scheiß Display endlich aufhört. So. Leute! Rein jetzt mit euch, kommt los! Geschafft! Fuck, kommt rein, kommt jetzt! Alles los. Kaputt, Junge! Wow, gefallen! Wir haben uns geschafft! Juhu! Wir sind die Besten! Ja, toll, geil, ja! Drück auf den Knopf! Digga! Also, hier im Raum sitzt aktuell 3 Let's Player, wer hat's gedacht? Alle, die daran beteiligt waren, so, jetzt lese ich das jetzt noch vor, oder möchte jemand von euch mit eurer femininen Stimme das vorlesen? Nee. Gut, dann... Was mit deiner femininen Stimme? Das war ausgezeichnet. Ein wirklich unglaublicher Kampf. Du hast die Stärken deiner Pokémon optimal ausgespielt. Toll. Du hast sie mit ruhiger und fester Hand zum Sieg geführt. Leidenschaft und kalkuliertes Handeln bilden bei dir eine ideale Kombination. Deine Pokémon können mit dir an der Seite alle Hindernisse überwinden. Diesen Eindruck habe ich bei unserem Kampf gewonnen. Ich bin stolz, bei der Krönung eines neuen Champions von Sinnoh dabei zu sein. Nur, wir haben keinen Bock für Champ. Nimm den Aufzug. Wir haben keinen Bock, Champ zu sein. Wir haben keine Zeit dafür. Oh nein, er hat's getan. Warum? Nie mehr Pokémon Platin. Nie mehr. Pokémon Platin. Nein, werden wir nicht. Okay, dann nie mehr. Eins Brigadier. Nie mehr. Eins Brigadier. Also echt nie mehr, das ist echt traurig, was du da sagst. Der Raum dort drüben, das ist die Ruhmeshalle. Oder? Wie kommt der eigentlich dahin? Woher weiß er das? Das ist nicht positiv. Das ist überhaupt nicht positiv. LPT, dein letzter Kampf war vorzüglich. Ja, das sagt der Mann, der seine Pokémon nicht auf Level 50 gebracht hat, bis auf 1. Oh, guten Tag, Professor Eibe. Oh. Ein Kind, dem ich das Pokédex-Projekt anvertraut habe, kam so weit. Das ist selbstverständlich, dass ich Zeuge seines Ruhms werden möchte. Ja, du bist halt ein VIP. LPT, ich sollte dich nicht mehr als Kind nennen. Du bist ein wahrer Champ! Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus, den Kindern in Ihre Forschung zu bringen, nicht wahr? LPT, hier entlang bitte. Professor Eibe, kommen Sie bitte auch mit. Ich will nicht, dass er mitkommt. Nein. Das ist ein Pädophiler. Der hat sich voll reingemogelt. Der darf ja gar nicht hin, oder? Go! Wir machen das jetzt zu Ende. Los! Lang ist es her, dass ich diesen Raum betreten habe. Ja, ich lese das wenigstens vor. Drück zuletzt auf war ich in diesem Knopf. Raum. Also in diesem Tempel. Dann komme ich mit Professor Eibe. Das ist auch schon. Ja. Geil. Das war aber auch schon ein gutes Weilchen her. Luca, der Professor. LPT, willkommen in der Ruhmeshalle.
Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten. Hier verewigst du die Erinnerung an euer bisheriges Abenteuer. Wir werden nun eure Namen eintragen, deinen und die deiner Pokémon. Hey, das ist alleine unser Verdienst. Ihr müsst auch Opfer. Unseren Namen eintragen. Opfer. Okay, jeder der Buchstaben steht für einen von uns. Nee, vergiss nicht, deine Pokémon sind deine Partner. NPC, für was steht das für Let's play together. Oder together. Zusammen was? Seid ihr in zahlreichen Kämpfen zu dem herangewachsen, was ihr seid. Diese Maschine nimmt was einen permanenten Eintrag eurer Errungenschaft vor. Das müsste eigentlich LLE heißen. Lukas, Luca und Erik. LLE. Und jetzt sind wir in der Ruhmesalle, Leute! Das ist Bravo! Wo sind Sie denn? Warte, wir wollen nicht, dass die Leute an Ohrenkrebs sterben, okay? Ready! Weitermachen! Die Blade! Epilepsie! Epilepsie! Yeah! Olaf! Epilepsie! Epilepsie! Und dieser Spaß! Seit 33. Warum nicht 33,33? Das wäre so eine schöne Zahl gewesen, so eine schöne Schnapszahl, aber nee, knapp verfehlt. Ja, leider kein 90-Part-Projekt, Leute, wie soll ich sagen? Part 87 ist das Ende. Und dafür, dass ich der größte Unglückspilz war und immer nur eine Arena gemacht habe, bin ich jetzt froh, so eine Ehre zuteil geworden zu sein. Ja, und du hast nicht die meisten Top 4 Mitglieder gemacht. Ach so, also geht's dir werden wir allerdings mal seriös und klatschen nochmal. Zugabe, nee, danke. Nee, also jetzt kommen wir zu dem Ernst des Lebens. Erst einmal, ja, jetzt kommen langsam die Credits. Ich zoome mal zurück, damit ihr das alles schön seht, weil das ist ja auf beiden Screens. Auf jeden Fall, sieht ein bisschen anders aus wie bei Pokémon Diamant und Perl. Und ja, könnt ihr gerne mal in meinem Let's Play reinschauen. Das ist auf CLP Mainboard hochgeladen. Erstmal Fazit zum Spiel. Ich denke mal, da können wir uns kurz halten. Es ist ein gutes RPG. Jeder von uns gibt da so ungefähr 70-90%. Es sei denn, Luca, der sagt, ich gebe 69. Oder Erik gibt 69. Aber das ist sowieso eine böse Zahl. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Review des eigentlichen Projektes. Erstmal kann ich für uns alle sprechen, wenn ich sage: Nie mehr eins together! Nie mehr, nie mehr, nie mehr eins together! Nee. Aber das ist nur die Wahrheit, Leute. Ja, also ich habe echt gedacht, es würde durch den neuen Modus, den Luca vorgeschlagen hat, irgendwie leichter werden. Es war auch zum Anfang hin, waren wir halt alle motiviert. Aber dann hat sich das irgendwie einfach nur gezogen. Und jetzt sind wir mittlerweile im 15. Aufnahmemonat. Wir haben im Mai 2015 angefangen aufzunehmen. Wir sind Gott froh, dass wir es endlich mal hinter uns haben. Lieber, lieber, als Together! Lieber, 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 lieber! Ja, Leute, ihr hört, wir sind fröhlich, wir sind echt fröhlich darüber. Ja, das ist natürlich nur eine Statistik, also die ich habe dieses Spiel geliebt, das war mein Lebenswerk, jetzt ist es vorbei, jetzt muss ich sterben. Und entschuldigt, dass wir das Postgame nicht machen, aber wir müssen auf Erik Rücksicht nehmen, der hält es nicht mehr aus. Ist gut, ich hab verstanden. Ne, wir machen kein Postgame, sorry. Ne, wir machen kein Postgame, ihr könnt ja gerne mal bei meinem Pokémon Diamant Let's Play vorbeischauen, ist das genau dasselbe Postgame. Ist es nicht! Und ihr könnt euch schon mal freuen, wenn er mit uns... Du hast mich gestern schon oft genug angelogen. Jetzt sag nicht, dass das Horsegame dasselbe ist. Ja, also ich hoffe, ihr seid auch damit einverstanden gewesen, dass wir halt so gelevelt haben. Das habe ich in meinem Part dann auch noch gesagt. Ja. Nicht, dass ihr so wundert. Ja, es ist halt auch so gewesen, die EP-Verteilung war das ganz große Problem bei dem Let's Play. Außerdem haben wir einige Trainer übersprungen, da waren wir alle irgendwie schuld dran, außer vielleicht Luca. Was? Ich war nicht schuld dran? Danke. Ja, natürlich, ich muss so ein bisschen da rausnehmen, das sind halt nur noch warum zwei war ich nicht schuld dran? Wir müssen die Quote ein bisschen senken. Was geil, weiß ich war nicht schuld dran, Leute, die sind alle für Opfer, ich bin der Gewinner. Also, hast einen Daumen hoch da, aber nur bei mir, nicht bei dem. Ja, du hast 5 verdammte Arenen gemacht. Und den Großteil der Top 4 Mitglieder. Ja. Und Erik hatte die meisten Rivalenkämpfe. Ja, leider. Ja. Also, auf jeden Fall. Ich hatte die geilsten Pokémon, ja. Ja, auf jeden Fall ist es so, ich weiß nicht, ob ich das erwähnen soll, warum es so schwer war. Ganz einfach, meine Eltern waren immer da und wir haben halt keinen zweiten Raum, wo jemand sich einfach irgendwo reinsetzen kann. Weil an sich war das Prinzip schon gut, aber es hätte besser funktioniert, würde Erik hier noch in der Umgebung leben, weil dann hätte ich das, die Edition ihn auch in den Postkasten immer reingeschmissen. In den Postkast? Geil. Ja, auf jeden Fall war es mir, wie soll ich sagen, eine Ehre, mit euch wieder ein Together zu spielen, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat als Super Mario Galaxy, wo wir alle gesagt haben, das war umständlich und so, und das war hobbylos, dass wir immer zwei Leute rausgeschmissen haben. Das war echt hobbylos.
Das war echt dumm. Das war der größte Scheiß aller Zeiten. Aber es war dein erstes Projekt. Es war ein dummes Projekt. Ich lösche es morgen von meinem Kanal komplett. Nein, natürlich nicht, aber... Du kannst ihr dann morgen sehen. Wir werden das ganze Projekt von Call of Duty Mülleimer werfen. Was? Das ist doch schon gestorben. Also wir werden die ganze Part löschen morgen. Nein, wenn wir nicht. Doch. Doch. Scheiße. Nein, natürlich nicht. Wir werden die noch da lassen, aber es wird keine neuen Parts davon kommen. Fertig. Ich hätte aber einen Platz für eine neue Idee. Ja, du. Nein, also ganz ehrlich, wir wollen eigentlich nur sagen, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt, weil wir nicht viel Zeit hatten dafür. Aber wir haben es jetzt für euch zu Ende gebracht und wir sind glücklich darüber. Und ja, Leute, komm, High Five. Alle einchecken so. Und Leute, was läuft bei euch so auf den Kanälen in nächster Zeit? Also ich kann euch sagen, Leute, bei mir starten demnächst folgende Projekte. Aktuell läuft noch Pokémon Heart Gold, das geht bis Ende Oktober. Dann kommt FIFA 17, wo ich eine Darmstadt-Karriere machen werde und ein zweites Ligaturnier, auch mit Aue. Da kannst du vielleicht mal mitwirken, wäre ganz cool, wenn. Und Pokémon Mond kommt am 23.11. zum Release. Bei auf Eriks Kanal läuft eine Information, noch, ja, das kriege ich selber. Mir wurde schon geschrieben, oh, es ist voll schade, dass jetzt gerade keine Legosaurus-Parts mehr hochkommen. Eine Information, morgen um 14 Uhr kommt ein Part online. Der nächste Part kommt am Ende der Woche. Wir haben das jetzt also schon fertig so aufgenommen. Was kommt denn als nächstes Projekt bei dir, Erik? Hast du da schon was überlegt? Noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall einen Ball halten. Und Luca, was bietet dein Programm so an? Also mein Programm immer noch auf Bowser Extreme Millennium LP, Mittelerde Modus Schatten, könnt ihr gerne vorbeischauen, und auf Bowser Extreme Millennium gibt es gerade nichts. Ja, leider. Aber auch ja, ein kleiner Info zu Minecraft Brawl. Wir gucken, dass wir so weit wie möglich vorproduzieren können, aber momentan haben wir zwei Parts. Der dritte ist ein Minispielpart, der wurde irgendwie die ganze Zeit rausgezögert. Wurde rausgezögert, weil gerade eben Leute im Urlaub sind und es eben so nicht geschehen kann. Aber wir gucken, dass wir so schnell wie... Ja, mein PC, der streikt gerade ein bisschen. Deswegen kommt auch gerade kein Intro mehr von meinen Videos, was ihr wahrscheinlich bemerkt habt. Mhm. Aber wir gucken, dass wir so schnell wie möglich dieses Problem gelöst kriegen, und vielleicht kommt ja schon in ein bis zwei Monaten Minecraft. Der erste paar Parts. Und wir werden schauen, dass wir gegen Winter die zweite Staffel von Minecraft aufnehmen, die auf Bowser XD Millennium, auf Minecraft Entertainment läuft. In HD. Meine Freunde. In HD, aber ich lade nicht hoch. So, dann schauen wir uns noch einmal dieses geniale Intro an von dem Spiel, welches ihr gerade gesehen habt. Das lade ich auch nicht. Hab genervt, habt ihr vielleicht noch irgendwelche Worte zu dem Three Gathers zuständig zu sagen? Was ihr vielleicht so nervtötend fand, was ihr euch für die Zukunft braucht? Grundsätzlich nur dieses ganze zeitaufwendige Scheiße hier, weil grundsätzlich haben sich die anderen nur mit Scheiße beschäftigt. Das fand ich irgendwie voll beschissen, weil dieses Hin- und Herwichsen fand ich einfach nur dumm. Ganz also, wir haben es. Normalerweise bin meinen Eltern dann so gemacht, dass ich mich auf die Couch gelegt habe, wenn eine Binde umgebunden habe und Musik gehört habe, wenn Erik den Part gespielt hat. Das ist dämlich gewesen. Dann habe ich es zu Luca nach oben geschickt, der hat es nach unten geschickt, ich habe Erik nach oben geschickt, aber das war dumm. So scheiße. Das war echt eine tolle Idee, aber... Der Schluss war okay, weil da hatten wir unsere Ruhe, wir konnten schön verteilt unsere Sachen machen, aber grundsätzlich... Es wird wahrscheinlich für eine lange Zeit nicht mehr sowas kommen. Sowas wird nicht mehr kommen, nee. Also Leute, und ich würde mal sagen... Ja, du vielleicht noch deinen Kommentar dazu abgeben. Momentan. Es war stressig, aber es ist vorbei und ich bin glücklich darüber. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, wir warten noch ab, bis das tolle Intro, bis das Logo kommt. Ja, aber wir werden schon mal Tschüss sagen, weil so lange sagen wir nicht mehr. Junge. Ja, schon. Eine Minute. Eine Minute, keine Sorge, das schaffen wir schon. Das schaffen wir nicht. Doch, ja. Ja, toll, Giratina, wow, geil. Habe ich mit einem überbrannt. Und so, damit ist es vorbei. Also, dann verneigen wir uns vor diesem Flügetter, welches zum Glück keine 100 Parts lang war. See you later, Alligator. Tschüss. Ciao, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer CPG Ralph X. Bauschwix Millennium. Sky 2 LP. Ciao.